Nam X ist eine neue Marke aus Frankreich, die Ende 2025 mit dem Brennstoffzellenmodell HUV an den Start gehen will. Die Besonderheit? Auswechselbare Wasserstofftanks im Heck des Autos. Alles, was man aktuell über das Nam X HUV wissen kann, seht ihr jetzt hier auf Project Drive. Die Infrastruktur mit Wasserstofftankstellen und die Verbreitung von Elektroautos mit Brennstoffzellentechnologie kommen nicht richtig in Fahrt. Trotz vieler Ankündigungen von Politik und Industrie sind in Deutschland aktuell nicht mal 100 öffentlich zugängliche Tankstellen am Netz. Im benachbarten Ausland gibt es weit weniger Anlaufstellen für Fahrer eines Hyundai Nexo oder Toyota Mirai zum Beispiel. Diese beiden Autos sind die einzigen Brennstoffzellen-Pkw, die aktuell bei uns verkauft werden. Auch global ist der Markt der Wasserstoffautos ein kleiner. Einer Studie des koreanischen Marktforschers SNW Research zufolge wurden im vergangenen Jahr weltweit 9.300 Hyundai Nexo erstmals zugelassen, zudem 5.900 Toyota Mirai. Dazu kommen 300 Honda Clarity FCEV und 400 Fahrzeuge des chinesischen Herstellers Foton. Man stehe eben vor einem immensen Problem. Ohne Infrastruktur entsteht kein Markt für Autos. Ohne eine ausreichende Anzahl von Fahrzeugen lohnt sich aber der Auf- und Ausbau eines Tankstellennetzes nicht. Genau da möchte das marokkanisch-französische Unternehmen Nam X mit einer neuen Idee ansetzen. 4 Jahre lang haben Pininfarina und Nam X an der Vision gearbeitet. Das Besondere an diesem SUV, es hat neben einem normalen Wasserstofftank 6 wechselbare H2-Kapseln. Das Pariser Startup plant rund um das Auto ein komplexes System. Sind die Kapseln leer, soll sie der Fahrer an einer Tauschstation innerhalb von 4 Minuten wechseln können. Nam X vergleicht sich da mit dem chinesischen Startup NIO, das ähnliche Tauschsysteme für Batterien entwickelt hat. Die befüllten Kapseln sollen an den Tauschstationen bereit liegen. Eine klassische Wasserstofftankstelle brauche es nicht. Mit Wasserstoff als Energieträger und der Kapsellösung gewinne der Autofahrer seine Freiheit zurück, die ein Elektroauto nicht biete. So zumindest das Argument der Nam X-Manager. Die Pläne sind ambitioniert. 2021 wurden weltweit gerade mal 15.500 Wasserstoffautos verkauft. Das sind zwar 84% mehr als im Jahr zuvor, aber immer noch sehr wenig. Man habe diverse Investoren hinter sich, heißt es von Nam X, ebenso Unterstützung von namhaften Experten. Ihr könnt euch jetzt mit Juicify den THG-Bonus von 333 € für euer Elektroauto sichern. Und dieser Bonus wird sogar direkt in nur wenigen Werktagen ausgezahlt. Außerdem kann man einen Teil der Prämie spenden und Juicify verdoppelt eben diese Spende. Folgt dem Link in der Videobeschreibung, schlagt zu und weiter geht's. Nam X-Designer Thomas de Lussac ließ sich bei der Linienführung des HUV-Unternehmensangaben zufolge von Science Fiction ebenso beeinflussen wie von amerikanischen Muscle Cars aus den 50er und 60er Jahren. Das erklärt die ausgestellten Schultern des SUV-Coupés. LED-Elemente an der Front bilden ein dominantes X. Am Heck trägt der HUV die Austauschtanks offen zur Schau. Bilder des Innenraums gibt es leider noch nicht. Geplant ist eine Basisversion mit 300 PS, die 200 km/h schnell sein soll und von 0 auf 100 in 6,5 Sekunden beschleunigt. Eine Allradversion werde 550 PS haben, 250 km/h schaffen und den Spurt auf 100 innerhalb von 4,5 Sekunden erledigen. Es sorgt jedoch gerade kein Brennstoffzellensystem, sondern ein Wasserstoffverbrennungsmotor für den Antrieb. Jede der austauschbaren Wasserstoffkapseln kann mit 8 Kilo Gas befüllt werden, so ergeben sich insgesamt 48 Kilo. Dazu kommt noch der Haupttank, dessen Fassungsvermögen noch nicht verraten wird. Nam X plant, seinen Kunden volle Wasserstoffkanister zu liefern und gegen leere auszutauschen. Das soll die Einsatzbereitschaft des HUV auch in Gegenden garantieren, in denen man keine Tankstelle zum Befüllen des fest im Auto eingebauten Tanks findet. Die Entwickler versprechen, dass das Brennstoffzellen-SUV eine Reichweite von 800 km haben wird. Mehr ist aber leider aktuell noch nicht bekannt. Im nächsten Schritt soll ein funktionsfähiger Prototyp entstehen. Mit der Produktion könne im vierten Quartal 2025 begonnen werden. Das HUV wird je nach Ausstattung zwischen 65.000 und 95.000 € kosten. Das stellt zumindest der Hersteller in Aussicht. Bis das Auto auf die Straße kommt, braucht es aber erstmal Investoren. Nam X benötigt insgesamt ca. 530 Millionen Euro.
Wie gefällt euch bis jetzt der NAMX HUV? Was haltet ihr allgemein vom Wasserstoffkonzept in PKW? Sagt es mir gerne in den Kommentaren. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst gerne ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht, auf meinem Instagram-Kanal vorbeizuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!